So, Freunde, DHL bzw. Amazon war mal wieder fleißig, hat uns hier einiges geliefert. Das hier ist das Wehhebelmodul vom CL500. Das wurde jetzt sehr schnell repariert von ECU.de. Geiler Kontakt bisher. Das werden wir versuchen, nachher wieder einzubauen und zu gucken, ob der CL500 auch wieder läuft dann. Aber erst zeigen wir euch das Ganze hier ein bisschen Hallen-Update-mäßig und wir haben hier in unserem Back-Olaf schon drin vorgeheizt einen Pizzastein, den ich gestern schon benutzt habe. Und den muss ich euch einmal ganz kurz zeigen. Hier, guck mal. Mädels, habt ihr Hunger? Ja. Einmal Pizzateig. Geht das los? Raus. So Mädels, komm mal ran, hier gibt Live-Tasting. Pizzeria Alfonso hier. Ui. Oh ja, das gab's auch dabei. Wenn der Führerschein weg ist, wird nicht mehr an CLs gepfuscht, sondern an Pizzen. Pizza Italiano. Oh. Wow. Ja, die Mädels waren ungeduldig und haben gerade um 10 Uhr schon Nudeln gefrühstückt. Ja. Okay. So, ja, ja, weiß auch nicht warum. Hier, komm. Wow. Also Salami ist natürlich perfekt für Pia jetzt. Nein. Schuld, komm. Das Wichtige ist immer, was ihr gerade gesehen habt, man muss hier ein bisschen Mehl runter haben und dann ruckvoll runterschieben, weil sonst fliegt der ganze Belag runter. Das wird doch wieder nichts. Das fällt doch wieder runter, Mann! Wow. Ja, er muss so machen. Oh, no. Okay. Geil. Nee, ich krieg dir das nicht. So, weiter geht's. Rucker steht auch endlich nicht mehr auf dem Boden hier. Und dann haben wir hier so ein paar schöne Klettkennzeichenhalter bekommen. Und ganz wichtig, Kabelbinder, damit der Manta-Zündverteiler endlich mal. Komm. So, komm. Leider keine Ersatzteilnummer gefunden auf dem Verteiler. Seht ihr hier, der wackelt so ein bisschen. Da werden wir jetzt ganz provisorisch und gucken, ob er jetzt wieder rund läuft. Ich will nicht mal aufhören, hier drin zu rauchen. Das ist ja ekelhaft. Und wie sind die Kippe versteckt auch, ne? Es ist voll drauf, Geld gut investiert. Ja. CL500 ab jetzt wird radiert. So, also wir hatten das Ding ja vor einer Woche weggeschickt. Und die haben mich dann sogar telefonisch kontaktiert, gesagt, das und das ist damit los. Irgendwie der Sperrhebel oder so war auch noch kaputt. Ich habe jetzt insgesamt 200 Euro bezahlt. Und wir sollen jetzt ein repariertes Wehhebelmodul hier haben. Verlinke ich euch gerne unten mal, wo ich das gemacht habe, falls ihr ein ähnliches Problem habt. Wir machen sämtliche Steuergeräte. Unbezahlte Werbung, aber muss ich sagen, da war ich sehr zufrieden. Ging alles sehr schnell, gute Kommunikation und ja, auf jeden Fall ein Bruchteil des Preises, als wenn man das Teil jetzt neu geholt hätte, ne, bei Benz. Da ist er. Ja, der Ausbau war ja schon abenteuerlich, sag ich mal. Also wenn wir das Ding heute reinbekommen, dann ist wirklich mal wirklich drei Kreuze im Kalender. So, da ist uns letztes Mal irgendwas reingefallen, das ist hier, glaube ich, der Hebel, der dann zum Getriebe geht nachher. Ja, hier ist so ein Sicherungsclip. Den haben wir letztes Mal etwas gewaltsam nach oben gebogen. Und der muss irgendwie auf diesen Hebel hier wieder rauf. Das wird erstmal die größte Herausforderung, glaube ich, das wieder heile rauf zu bekommen. Digga, den kann man abziehen. Fickt euch doch. Der war letztes Mal so weit drin, dass ich die Schraube rausdrehen konnte. Jetzt steht er ganz draußen. Was ist das? So, also, er sitzt schon mal wieder drin. Das heißt, wir sind schon mal weitergekommen, als ich es vermutet hätte. Jetzt müssen wir nur noch gucken, dass wir die ganzen Elektroverbindungen hier
Das ist natürlich schwierig, ne? Ich habe keine Ahnung, was das hier für ein Teil ist. Das blockiert da unten so ein bisschen im Bett. Zahn gezogen. Also, auf jeden Fall, hier waren zwei Stecker dran, das weiß ich noch. Die habe ich hier auch gerade irgendwo schon rumfliegen sehen. Das müssten diese beiden hier sein. Ich klippe mal als erstes ran. So. An dieser Stelle auf jeden Fall auch nochmal dicke Shoutout an RP Tools, die uns hier den ganzen Werkzeugkram zur Verfügung gestellt haben. 10% Rabattcode immer noch aktiv bis Ende des Jahres, also zuschlagen. Was haben wir denn jetzt hier noch übrig? Wir haben hier noch den, der kommt vom Radio, glaube ich. Das müsste irgend so ein, sieht aus wie ein netten Telefonstecker, ne? Keine Ahnung, ich glaube, der ist nicht von Mercedes. Und diesen gelben, das war, glaube ich, für die Beleuchtung der Schaltkonsole. Ich würde sagen, wir stecken das einfach schon mal wieder zusammen. Oder wir klemmen mal die Batterie an und gucken, ob er... Den müsst ihr dann erschalten, ne? Ja. Seid niemals so blöd und klemmt die Batterie vom CL ab und macht dann den Heckdeckel zu. Es gibt nämlich keine Möglichkeit, irgendwie Strom aus das Auto zu bekommen, als hier auf die, über diese Batterie. Das heißt, der Heckdeckel muss dafür offen sein. Und Schlösser, die da drin sind, wofür man hier so einen Notfallschlüssel hat, die gehen ganz leicht kaputt. Das heißt, wir müssen hoffen, dass das jetzt hier noch funktioniert. Weil man kann auch selbst den Motorraum nicht überbrücken. Denn jetzt müsste ich eigentlich das reinstecken können. Ja, da ist er. So, also alles wieder zusammenbauen und Probefahrt. Also irgendwas macht hier ganz grässliche Geräusche. Hörst du das? Achso, was ist eigentlich mit den mit diesen Lüftungsschlitzen? Ja, wollen wir die wieder einbauen oder scheiß drauf? Ja? Scheiß drauf, oder? Scheiß drauf, Digga! Alter! Ich kotze. Mann! Fuck, Mann! Was sagst du, Phil? Läuft er oder läuft er nicht? Hat sich gut angehört. Du sollst doch hier nicht mehr parken, Phil. Guckt euch das an, Freunde. Mann, Mann, Mann. Dafür haben wir doch 10 Parkplätze hier in der Straße gebucht. So, erste Probefahrt, so 20 Kilometer ungefähr hat er hinter sich. Keine Probleme, aber das heißt nicht viel. Das war ja auch beim Abholen schon so. Das heißt, wir werden gleich mal eine größere Probefahrt machen über die Autobahn. Ich habe die Gasanlage ausprobiert. Die läuft. Also, wir fahren jetzt gerade auf Gas. Ohne Probleme, ohne Zündaussetzer und so weiter. Need them ones, I need them fives, need them tens, I need that change to the safe, got blues inside. Greens and pinks, it's all the same. So, Freunde, Probefahrt mit Bravour überstanden auf der Autobahn. Ja, so ein bisschen Spur einstellen müssen wir auf jeden Fall. Zieht ein bisschen nach rechts, aber ansonsten Getriebe auf jeden Fall. Schaltet butterweich durch, über 60 Kilometer jetzt. Alle möglichen Gänge manuell, automatisch in den verschiedenen Modi durchgeschaltet. Und das Ganze läuft einwandfrei. Mit Getriebeschaden gekauft und für 200€ repariert. Ich glaube, da kann man dann wirklich nicht meckern. Haben wir jetzt hier investiert. Die Gasanlage läuft, die Musikanlage läuft, das Getriebe läuft, der Motor läuft, das ABC-Fahrwerk läuft. Was wollen wir denn bitte noch mehr? Ein paar Likes auf das Video, damit sich Zimmer auch vom guten Allgemeinzustand dieses Fahrzeugs
überzeugen kann. Nee, bin ich echt mal gespannt, was er sagt, gerade im Vergleich zum Max CL. Ansonsten, wie geht's weiter mit dem Projekt? Das habt ihr schon entschieden, dadurch, dass ihr das Calibra-Projekt komplett durch die Decke geliked habt. Der CL wird lackiert, in Seidenmatt, mache ich selbst. Wir haben bei unserem damaligen CL-Projekt, ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, da haben wir das Ganze ja mit Dose gemacht. Diesmal werden wir es mit einer professionellen Lackierausrüstung machen, aber komplett do-it-yourself. Da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt drauf, wie das dann nachher aussieht. Ansonsten, ein paar neue Felgen können wir auf jeden Fall auch drauf klatschen. Ansonsten sehe ich da gar nicht so viel Handlungsbedarf. Eventuell Kosmetik ein bisschen im Innenraum, aber das sind dann Kleinigkeiten. Und ansonsten wäre schön, wenn man mal wieder ein bisschen in Urlaub fahren könnte, ne? So eine kleine Italien-Tour mit dem Auto wäre doch ganz angebracht, oder nicht? Max, bist du dabei? Wenn die Grenzen dann irgendwann wieder offen haben, dann machen wir das hoffentlich. Ansonsten, Freunde, lasst mir gerne wie immer einen Daumen nach oben da. Seid gespannt auf die nächsten Videos. Morgen kommt nochmal ein Kostenaufstellungsvideo zum Calibra. Das werden wir gleich noch filmen. Ich muss es gleich noch aufschreiben. Ich weiß noch nicht, ob ich das will, aber wir gucken. Freunde, bis zum nächsten Video. Morgen, haut rein. Ciao, ciao.